Herzlich willkommen am Johanna-Geismar-Gymnasium, dem Gymnasium für die Kinder im Mannheimer Norden. Mein Name ist Sarah Uhl und ich bin nicht nur Lehrerin hier an unserer Schule, sondern auch in meiner Funktion als Öffentlichkeitsbeauftragte heute dafür verantwortlich, Sie und euch, liebe Viertklässler, ein bisschen unsere Schule zu zeigen und das Leben und Lernen am JGG näher zu bringen. Bevor wir jetzt aber in das Gebäude hineingehen können, muss natürlich auch ich meine Mund-Nasen-Bedeckung anziehen. Ja, dann kann's losgehen. Folgt mir doch. Ja, ebenfalls in unserem Verwaltungsgebäude befindet sich das Sekretariat, eine wichtige Anlaufstelle für Eltern, aber auch für Schüler. Gehen wir doch mal weiter und schauen, ob unser Schulleiter Herr Haas heute auch da ist. Naja, guten Morgen, Herr Haas. Ach, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in meinem Büro. Gucken Sie sich um, alles neu. Wir sind in diesem Jahr erst, in diesem Schuljahr, in dieses neue Gebäude eingezogen. Ich habe hier einen direkten Zugang zum Sekretariat. Ich habe hier einen schönen Blick auf unseren Schulhof. Und wenn Ihre Kinder zu uns kommen, wird er hoffentlich auch fertig sein. Ja, Haas? Ich bin gerade im Gespräch, ist gerade schlecht. Sag ihr, ich rufe nachher zurück. Dankeschön. So, Entschuldigung, wo war ich stehen geblieben? Ja, Blick über den Pausenhof, der also demnächst fertiggestellt wird. Und ja, vielleicht ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Sie sind gerade mit der Frau Uhl hier in mein Büro gekommen. Die Tür stand offen. Das ist nicht gestellt. Die Türen bei uns stehen immer offen. Das ist etwas, was unsere Schule auszeichnet. Sekretariat, Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, Oberstufenberatung und Lehrerzimmer stehen immer offen. Die Schüler, auch die Eltern, können jederzeit hier eintreten, können ins Lehrerzimmer, können zu mir. Wir haben immer ein offenes Ohr für alle. Und wenn hier tatsächlich die Tür mal zu sein sollte, dann liegt es an zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich einfach gar nicht im Büro oder es findet halt tatsächlich mal ein vertrauliches Gespräch statt. Ansonsten, wie gesagt, haben wir immer offene Türen. Ja, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Dann noch etwas, was Sie den neuen Fünftklässlern mit auf den Weg geben möchten. Ah, also, ihr kommt hier an eine neue Schule, neues Umfeld, aber ihr werdet euch schnell einleben. Hier ist alles neu. Wir haben tolle Mentoren, die sich um die neuen Fünftklässler, also um euch kümmern, euch alles zeigen, die selber auch erst sich mal neu orientieren müssen, weil tatsächlich im Moment alles neu ist. Und der Pausenhof, wie gesagt, das ganze Umfeld um die Gebäude herum ist noch gar nicht fertig. So, ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einfach viel Vergnügen bei Ihrem Rundgang durch unser Schulgelände, durch unser Schulgebäude. Und dann sehen wir uns hoffentlich im März zur Anmeldung und dann im September zum neuen Schuljahr. Viel Vergnügen! Gut, dann gehen wir doch mal weiter und schauen auch, ob unser stellvertretender Schulleiter heute da ist. Zwischen den beiden Schulleiterbüros, noch ganz wichtig, findet ihr das Büro der Schulsozialarbeiterin. Wir sind ziemlich glücklich, das einzige Gymnasium zurzeit in Mannheim zu sein, das eine fest etablierte Schulsozialarbeiterin an unserer Schule hat. Und neben unserer Beratungslehrerin Frau Abraham kann Frau Rubitsch-Tagmann bei allen schulischen, aber auch außerschulischen Schwierigkeiten helfen. Ja, hier seht ihr das Büro unseres stellvertretenden Schulleiters, Herr Zenka. Guten Morgen. Hallo, Herr Zenka. Schüler können sich ja manchmal gar nicht vorstellen, dass wir Lehrer auch mal die Schulbank gedrückt haben. Was waren denn so Ihre Lieblingsfächer als Schüler? Oh, meine Lieblingsfächer waren die Fächer, die ich heute auch noch unterrichte. Also Mathematik, Chemie, auch Physik war eines meiner Lieblingsfächer, Informatik, also alles diese technikbasierten Fächer. Ja. Ich freue mich, dass ihr an unsere Schule kommen wollt. Also hier in dem Raum wird euer Stundenplan sozusagen gemacht und euer Vertretungsplan, wenn mal ein Lehrer fehlt. Und außerdem noch ganz viel organisiert rund um die Schule. Dann gehen wir doch einfach mal weiter und schauen uns das Lehrerzimmer an. Das befindet sich nämlich direkt gegenüber. Ja, einfach ein kurzer Blick in das offene Lehrerzimmer. Herr Haas hat es eben schon erwähnt. Wir haben hier alle Türen immer offen, das heißt, wir stehen auch immer für euch bereit oder haben ein offenes Ohr für euch.
Hallo, guten Tag. Wir vom Förderverein Johanna Geismar stellen uns vor. Ich, Björn Besanz, bin seit diesem Jahr neuer erster Vorsitzender des Fördervereins. Mein zweiter Vorstandskollege Jürgen Bartels. Hallo, mein Name ist Jürgen Bartels. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende. Ich bin schon seit 1990 Mitglied in dem Verein, nämlich direkt nach meinem Abitur, weil ich mir damals auch gedacht habe, der Förderverein hat uns sehr viel Gutes getan und jetzt möchte ich davon ein bisschen zurückgeben. Ich habe schon diverse Positionen innerhalb des Vereins inne gehabt und jetzt eben als stellvertretender Vorsitzender versuche ich da auch so gut es geht, den Herrn Bisanz zu unterstützen. So, was macht der Förderverein, der jetzt Johanna Geismar Gymnasium? Wir fördern verschiedene Projekte. Einmal verschiedene AGs, wie Musikschule oder auch die Kletterwand AG, da kommen wir später noch dazu. Aber wir fördern auch Kinder, zum Beispiel wenn es um Schullandheime geht, was für manche Familien nicht bewerkstelligt werden kann. Daher, da unterstützen wir sehr stark, aber auch viele Anträge einfach während der Schulzeit, was bei der Schule anfängt, versuchen wir alles irgendwo abzufangen, was wir machen können. Zur Musikschule, da haben wir eine riesen Organisation dahinter. Wir haben im Moment 15 Lehrer unter Vertrag und davon werden 181 Schülern in den verschiedensten Musikinstrumenten unterrichtet. Ja, zu diesen Musikschule gehört unsere gute Seele, die das Ganze am Laufen hält. Das ist die Petra Eck, die würden wir Ihnen gerne mal einfach vorstellen. Kommen Sie mit. Sehr schön. Hallo Petra. Hallo. So, erzähl doch einfach mal was kurz zu deiner Person, was du hier machst, wie lange du das schon machst. Also ich bin Petra Eck, ich habe zwei Kinder, die waren hier auch an der Schule und ich verwalte die Musikschule schon seit 2000 und bearbeite die Anmeldungen für die neuen Schüler, deren Gebühren, dazu die Honorare für die entsprechende Musiklehrer und alles, was noch in der Buchhaltung anfällt, Rechnungen, Rechnungsschreibe, Mahnungsschreibe, alles, was im Prinzip im Verwaltungsbereich gehört, mache ich. Sehr gut. Danke, Petra. So. Ja, aber der Förderverein macht noch mehr. Er organisiert zum Beispiel bei dem Schulfest alle Getränke und Verköstigungen sowie Aufbau und Abbau. Wir machen Schultheater, Weihnachtskonzerte, Unterstützung der SMV bei Finanzierung von manchen Projekten oder auch, was wir sehr stark dahinter sind, wir finanzieren stellenweise auch die Abi-Feiern mit und da sind wir ganz stolz drauf. So, wie vorhin versprochen, haben wir noch zweierlei, was wir euch zeigen würden, was einfach über den Förderverein gefördert worden ist und angeschafft. Da würden wir jetzt gerne mit euch hingehen. Ja, hallo, da sind wir wieder. Ich übernehme jetzt ein bisschen den Teil. Es ist auch unfair, der Herr Bisanz hat gerade frisch das Amt übernommen. Er hat natürlich nicht die Details, die ich über all die Jahre sammeln konnte. Aber eine wichtige Info hat er uns eigentlich vorab gegeben. Zu ihm sind viele Eltern gekommen, die haben gesagt, was macht denn der Verein? Ja, die machen die Musikschule, aber ansonsten bekommt man eigentlich sehr wenig von uns mit. Und ich versuche jetzt eigentlich anhand von zwei Vorzeigebeispielen zu zeigen, dass wir schon hier an der Schule viel bewegen, dass es aber vielleicht nicht immer so die Außenwirkung hat. Wir befinden uns hier in der Turnhalle. Wir gehen jetzt auch gleich raus und gehen an einen anderen Ort. Wir gehen nämlich in den Keller der Turnhalle. Das war früher ein Keller. Eine Rumpelkammer, man legt dort altes Zeug ab. Und ich würde jetzt gerne mal zeigen, was wir daraus gemacht haben, um einfach auch nochmal zu demonstrieren, wo wir überall aktiv sind. Und ich bin mir sicher, selbst Schüler, die 9 Jahre hier auf der Schule waren oder sind, haben das noch nicht mal wahrgenommen oder gesehen, hatten nicht die Chance. Von daher, lasst uns einfach mal runtergehen. So, und wie versprochen, wir befinden uns im schuleigenen Kletterkeller. Das ist hier eine Einrichtung, wenn man sich ein bisschen umschaut, die ähnlich vielleicht im Industriehafen zu finden ist, ähnlich gut ausgebaut. Das heißt, wir haben hier unserer Kletter-AG damals ein Heim geboten, haben für über 10.000 Euro den Keller, der wie gesagt eine Rumpelkammer war, haben wir umbauen lassen. Wir mussten die ganzen
Brandschutzverordnungen einhalten. Wir mussten eben die Materialien besorgen. Natürlich war da auch viel Eigenleistung und Engagement von der Schule oder speziell der Kletter AG vorhanden. Aber es ist einfach Tatsache, ohne die finanzielle Unterstützung würde es diesen Keller nicht geben. Und draußen ist die Hauptstraße, laufen hunderte, tausende Leute vorbei. Keiner bekommt es mit, aber hier sitzt auch ein kleines Juwel, auf das die Schule durchaus stolz sein kann. So, nachdem wir das zweite Mal das halbe Schulgelände überquert haben, sind wir an einen neuen Ort gekommen, der auch an das anknüpft, was die Frau Eck gesagt hat, die Unterstützung der Musikschule. So schlecht wir im Spielen von Instrumenten sind, so gut sind wir eigentlich beim Zuhören und fördern hier natürlich auch die Musikschule nach bestem Wissen und Gewissen so gut, wie wir es einfach können. Ein Beispiel ist hier unten, da stehen wir davor, das ist die neue Bühne, die wir auch zum Teil mitfinanziert haben. Es gab natürlich auch Fördergelder, also da ist die Schulleitung schon bemüht, auch aus anderen Quellen noch Geldmittel zu bekommen. Aber wir haben eben da auch unseren Teil dazu beigetragen, um einfach die Schule, die durchaus von dieser Musikschule und dem Engagement geprägt ist, hier mit zu unterstützen. Das waren die zwei großen Teile. Ich möchte trotzdem auch betonen, es gibt natürlich auch viele kleine Dinge, die wir jetzt nicht so vorzeigen, sei es Nanoboards für Jugend forscht, seien es irgendwelche spezielle Equipments für die IMKAG, was da auch immer kommt, das machen wir schon seit ja, mittlerweile Jahrzehnten, den Verein gibt es 45 Jahre und was auch immer da ist, ob klein oder eben die großen Brocken, wir sind da, um das Schulleben hier möglichst angenehm, vielfältig zu gestalten und zu unterstützen, wo wir nur können. Das machen nicht nur der Vorstand, sondern auch die vielen Mitglieder und da möchten wir uns einfach auch alle recht herzlich bedanken, ob sie jetzt nur passiv spenden oder aktiv dabei sind. Jede Person zählt, jede Mark hätte ich jetzt fast gesagt, jeder Euro zählt. Von daher vielen Dank nochmal. So, zum guter Schluss. Der Förderverein wird sich auch ein bisschen moderner aufstellen. Wir werden demnächst ein Instagram- und Facebook-Profil schalten, wo wir euch einfach über die sozialen Netzwerke über manche Aktivitäten, über manche Anschaffungen einfach direkter erreichen können und euch auch einfach zeigen können, was machen wir. Nichtsdestotrotz ist jedes neue Mitglied sehr, sehr gerne gesehen, ob finanziell oder beim Hilfen auf Festen. Wie gesagt, wir freuen uns über jedes Mitglied und wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, bleibt alle gesund. Wir dürfen uns verabschieden. Ja, kleine Info noch, wir haben eine Homepage, jgg-förderverein.de, da steht noch sehr viel mehr drauf, da könnt ihr euch noch mehr informieren und könnt uns auch kontaktieren. Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut. Schönen Tag. Ciao. Ciao. Schönen guten Tag, ich bin Günter Haag, der Vorsitzende des Elternbeirats des JGG. Ich begrüße Sie ganz herzlich, oder begrüße euch eigentlich ganz herzlich, liebe Schüler, aber auch Sie, liebe Eltern, Interessenten für das JGG. Vor 4 Jahren war ich mit meiner Familie, mit meinem Kind, waren wir auch in der Situation, dass wir uns überlegt haben, welches das passende Gymnasium für unser Kind ist. Die Rektorin von der 4. Klasse von der Grundschule hatte gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Paar Schuhe, das muss mal passen und dann muss man gucken, wie sich es entwickelt. Also ich muss sagen, wir haben uns mehrere Schulen angeschaut, wir wohnen hier auch im Norden Mannheims. Wir haben die Entscheidung getroffen anhand in allererster Linie des guten Rufs, den das JGG genießt, die Lage vom ganzen Setup, also das heißt, es gab damals schon das neue Gebäude als Unterrichtsgebäude, das Musik- und Kunstgebäude kam jetzt noch dazu und jetzt das Verwaltungsgebäude, in dem wir uns befinden, in dem wir jetzt auch eins der modernst ausgestatteten Zimmer haben. Wobei man muss also schon sagen, dass mittlerweile eigentlich fast alle Unterrichtszimmer, Klassenräume mit Visualizern etc. ausgestattet sind. Also ich glaube, dadurch, dass alles so modern gebaut ist, haben wir eine ganz tolle Ausstattung. Vor allen Dingen aber zählen ja natürlich die Menschen. Und ich glaube, dass wirklich das Kollegium und die Schulleitung vom JGG extrem engagiert sind. Jeder versucht natürlich, sich da ganz positiv darzustellen. Aber ich glaube, dass wir hier wirklich großes Glück haben, so wie ich alles wahrnehme, dass man wirklich versucht, gut miteinander klarzukommen, die Kinder gut zu fördern, Freiraum zu geben, da wo Freiraum hingehört, Grenzen zu geben, da wo Grenzen hingehören,
und das ständig wieder ein bisschen justiert. Da werden auch die Elternvertreter mit ins Boot geholt. Wir bereuen den Schritt nicht, damals hier unserem Kind, das hat die Entscheidung selber getroffen, ans JGG gegangen zu sein. Und ich kann es Ihnen empfehlen, schauen Sie sich's an, wenn Sie ein gutes Gefühl haben. Es ist, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, das JGG passt für jeden. Aber wenn Sie ein gutes Gefühl haben, ich kann Ihnen sagen, sag ich mal, auch anderen Eltern, die wir so, mit denen wir so sprechen, wie gesagt, nicht ist alles Gold, was glänzt. Aber wie gesagt, wir glauben, dass wir hier an einer wirklich guten Schule mit engagiertem Personal in einem guten Setting, also mit einer sehr guten Infrastruktur eigentlich sind. Schauen Sie sich's an, wenn Sie sich dafür entscheiden, dann bin ich mir relativ sicher, dass Sie den Schritt nicht bereuen. Günter Haag, Vertreter des Elternbeirats. Auf Wiedersehen. Ja, direkt hier am Eingang unseres Verwaltungsgebäudes erwartet den Besucher dieses Porträt von Johanna Geismar. Johanna Geismar ist seit 2014 unsere Namensgeberin unserer Schule und wir haben uns ganz bewusst für sie entschieden. Sie wuchs Ende des 19. Jahrhunderts als Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Mannheim auf und war lange Jahre tätig als Kinderärztin in Heidelberg. Aber leider fiel auch Johanna Geismar und fast ihre gesamte Familie den Gräueltaten der Nationalsozialisten zum Opfer. Nichtsdestotrotz, Johanna Geismar engagierte sich bis zum Schluss für ihre kleinen und großen Patienten. Und deshalb tragen wir diesen Namen Johanna Geismar Gymnasium heute mit Stolz, weil wir nach ihrem Vorbild die Werte Zivilcourage, Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit nicht nur an unsere Schüler weitergeben möchten, sondern sie auch versuchen täglich zu leben. Gehen wir aber doch jetzt weiter nach unten und schauen uns unten die untere Etage des Verwaltungsgebäudes an. Ja, in der unteren Etage des Verwaltungsgebäudes erwartet euch neben dem Pausencafé von Frau Delp auch unsere Mensa, unsere neue. Hier im Pausencafé bei Frau Delp könnt ihr euch am Vormittag mit leckeren Brötchen und auch Getränken eindecken. Und Frau Delp als gute Seele unserer Schule hat auch immer ein offenes Ohr für unsere Schüler und natürlich auch für unsere Lehrer. Jetzt zeige ich euch aber mal noch unsere neue Mensa. Hier könnt ihr euch am Nachmittag nicht nur mit euren Freunden treffen und die Zeit verbringen, sondern natürlich jeden Tag auch ein leckeres Mittagessen zu euch nehmen. Ein ausgewogenes Menü gibt es schon ab ca. 4 Euro am Tag und ihr könnt natürlich auch zwischen verschiedenen Menüs wählen und auch die Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten. Dann verlassen wir doch hier mal das Verwaltungsgebäude und schauen uns ein bisschen unseren Schulhof an. Ja, hier seht ihr nun einen Teil des Schulhofes, der sich in Zukunft um alle unsere Gebäude herum und auch dazwischen erstrecken wird. Es ist noch geplant, dass in diesem Schuljahr die Fertigstellung der Außenanlage erfolgt, sodass wir am Ende dieses Schuljahres dann wirklich die modernste Schule Mannheims sein werden. Die neue Außenanlage wird in Zukunft sehr viele Möglichkeiten des außerunterrichtlichen Lernens und auch Verweilens bieten. So wird die Schülerinnen und Schüler eine Imkerwiese, ein Schulgarten und Sportstätten wie ein Basketballfeld oder Tischtennisplatten erwarten. Seit 2014 dürfen wir uns über dieses ganz moderne Unterrichtsgebäude freuen. Gleich hier am Eingang erwartet euch unser freundliches und helles Foyer, in dem wir an Weihnachten, Weihnachtsfeiern feiern oder auch gerne andere Events oder Feste hier stattfinden lassen. Uns ist es ganz wichtig, dass sich unsere neuen Fünfer sehr schnell hier an unserer Schule einleben und sich in ihrer Klasse wohlfühlen. Das wollen wir unterstützen durch eine extra Klassenlehrerstunde, die einmal in der Woche stattfindet. Aber wir haben auch ein extra Mentorenprogramm entwickelt unter der Leitung von Frau Weißling. Und hier im Foyer treffe ich doch gerade auch schon auf ein paar Mentoren. Hallo, wollt ihr vielleicht mal kurz etwas über eure Arbeit als Mentoren erzählen? Hallo, wir sind die Mentoren. Wir sind hier die älteren Schüler und Schülerinnen am JGG, kennen uns natürlich auch sehr gut hier aus und würden euch gerne unterstützen, hier gut anzukommen. Zusammen mit euch dekorieren wir Klassenzimmer, gehen auf Ausflüge und helfen euch natürlich immer weiter, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Natürlich zeigen wir euch auch das Schulgebäude, spielen mit euch in den Pausen und feiern mit euch gemeinsam das Adventsfeier, das Unterstufenfasching und das Sommerfest. Kommt ans JGG, wir freuen uns auf euch! Ja, das Thema Nachhaltigkeit wird an unserer Schule auch sehr groß geschrieben und deshalb haben sich einige Schüler zusammengetan und ein extra Projekt für die Unterstufenklassen namens Felita gegründet. Hier haben wir eine Schülerin, die uns dazu mehr erzählen kann.
Hier könnt ihr Felita sehen. Felita ist das Maskottchen unserer 5. Klasse und wurde von 2 Abiturienten unserer Schule erfunden. Als Expertin in Sachen Energiesparen und Mülltrennung arbeitet ihr direkt ab Woche 1 am JGG mit ihr zusammen, um unsere Schule Schritt für Schritt nachhaltiger zu machen. Im gleichnamigen Felita-Wettbewerb treten jedes Jahr die neuen 5. Klassen, also ihr, gegeneinander an. Vielleicht bist du ja schon im Oktober in der Gewinnerklasse. Die individuelle Förderung von Neigungen und Talenten ist uns am Johanna-Geismar-Gymnasium auch ganz wichtig. Und deshalb haben unsere neuen 5-Klässler schon mit dem Eintritt zu unserer Schule die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Klassenmodellen. Zum einen könnt ihr euch für eine Musikklasse entscheiden, in der ihr dann ein Blas- oder auch ein Streichinstrument erlernt. Ihr könnt in die ganz reguläre Regelklasse gehen oder ihr nehmt an unserer ganz neu gegründeten Weltklasse teil. Und was das ist, erfahrt ihr hier in diesem Zimmer. Hallo und willkommen in der Weltklasse. Ja, die Weltklasse ist eine ganz besondere Klasse, die es so an keinem anderen Mannheimer Gymnasium gibt. In der Weltklasse kombinieren wir nämlich 2 Dinge. Wir kombinieren Sachfachunterricht auf Englisch mit Projekten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf der Homepage in der Rubrik Infos für die neuen 5-Klässler und auch beim digitalen Elternabend. Aber genug von mir, ich übergebe hiermit das Wort an die aktuellen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen, und zwar der Weltklasse. Come on, Kids! Hello and welcome to World Class 5. In World Class we learn a lot about our planet. The World Class is the best class in the world. Auch wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist, erfahrt ihr hier in der Weltklasse. In World Class you also have a lot of cool projects. Ihr lernt die JGG Bienenvölker kennen, kauft gemeinsam auf dem Markt regionale und saisonale Produkte ein und besucht einen Secondhand-Laden. Hello! Upcycling is a very cool project. You make your own product from all things. Look, my first aid kit and my kitten robot. In geography, we talk about planets, oceans, cities, volcanoes, and about so much more in English. Toleranz und Respekt sind uns in der Weltklasse besonders wichtig, denn wir leben in einer bunten Welt voller Kulturen und das ist großartig. Kommt an die JGG und in die Weltklasse. Es ist toll hier. Hier macht Lernen Spaß auf der Schule von Herrn Haas. Hey you! World Class is great. Come to JGG and join us. Hallo liebe Viertklässler, heute möchte ich euch einen Satz von mir vorstellen. In der Weltklasse lernt ihr, wie ihr mehr auf unsere Umwelt achten könnt. Dafür bekommt ihr sogar ein richtig cooles eigenes Umweltheft, wo ganz viele tolle Informationen drinstehen. Das sieht dann ungefähr so aus. So lernt ihr zum Beispiel, wie ihr Müll vermeidet und ihn richtig trennt. Wie wir in der Schule Energie sparen, erklärt euch am JGG Felita. We love Felita and her dog Milly. Unser Unterrichtsgebäude ist auch erst seit 4 Jahren fertig und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Es hat 2 Obergeschosse. Jetzt sind wir hier auf dem ersten Obergeschoss, wo sich neben weiteren Klassenzimmern auch die Sprachenräume befinden. Schauen wir uns doch mal so einen Raum genauer an. Das hier ist nicht nur ein typischer Sprachenraum, sondern es ist ein Raum, der eben wirklich die Technik zeigt, die wir in allen unseren Unterrichtsräumen haben. Das heißt, unsere Unterrichtsräume sind wirklich auf dem neuesten technischen Stand und bieten eben ein medienbasiertes und auch digitalisiertes Unterrichten. Ja, schauen wir uns doch die einzelnen Profilfächer und Sprachen und Naturwissenschaften etwas genauer an. Hier geht es zu den verschiedenen Sprachen und in diese Richtung geht es zu NWT und IMP.
Schauen wir uns doch mal an, was uns so im Englischraum erwartet. Hello and welcome to Johanna Geismar Gymnasium. My name is Miss Franke and I am one of the English teachers here. English is one of the foreign languages that you will learn at your new school. But it is not only spoken here, it's spoken all over the world. Have a look. See? English is the key to the world. See you soon. Bye bye. Hi, I'm Tom. What's your name? Hello, my name is Anna. You want to go to the Johanna Geismar Gymnasium? Then here are some informations for you. We have a modern school. For example, we have a lot of classrooms with new chairs and touchpads. We also have visualizers and a cool Mensa. And the cafeteria. You can learn lots of instruments. For example, saxophone or violin. So the orchestra is your class. You want to join? See you at JGG! Sehr gut, gehen wir weiter und schauen uns mal an, was im Französischraum so auf uns wartet. Bonjour, sagt der Franzose für guten Tag. Le français, c'est une très belle langue. Französisch ist eine sehr schöne Sprache. Frankreich ist ja unser Nachbarland und bekannt für seine kulinarischen Köstlichkeiten. Und ich habe jetzt gerade Crêpe gemacht, eine köstliche Spezialität. Französisch ist nach Englisch die Fremdsprache, die weltweit am häufigsten unterrichtet und gelernt wird. Und damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt von Französisch, haben die jetzigen Sechsklässler euch etwas Kleines vorbereitet. Bon appétit et au revoir et à bientôt. Je m'appelle Chiara et un 11 ans. Ich bin mir sicher, ihr habt das jetzt noch nicht verstanden, aber das ist auch gar nicht schlimm, denn ich werde es euch einmal kurz übersetzen. Hallo, ich bin Chiara und ich bin 11 Jahre alt. Leider kann ich das euch nicht immer übersetzen und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch für Französisch entscheidet, denn es macht mir riesig Spaß und ich hoffe euch dann auch. Und kleiner Tipp, lernt immer die Vokabeln. Au revoir. Salut, je m'appelle Laetitia. Mon anniversaire est le 18 décembre. J'habite à Mannheim. J'ai 11 ans. J'aime la gymnastique et la danse. Je déteste les foot et les jeux vidéo. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Maria. J'habite à Mannheim et j'ai 11 ans. J'aime l'équitation, la danse et les animaux. Je déteste les insectes et le foot. À bientôt! Salut, je m'appelle Moritz. J'ai 11 ans, j'habite à Mannheim. J'aime le sport, le basket. Je déteste ranger ma chambre. Salut! Bonjour, je m'appelle Emma. J'ai 12 ans. Je suis de Mannheim. J'aime les cours de français. Et j'aime rouler. J'apprends le français à la Johanna Geismar Gymnasium. Mes frères sont Abel, Amy et Paul. Paul a 10 ans. Et il aime le football. Emile a 6 ans et il aime les nager. Bonjour, je m'appelle Florentine. J'ai 12 ans. J'habite à Mannheim. J'aime le ballet, la natation et mon école. Je déteste le coronavirus. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Rovana Lakwasi. Je suis au Johanna Geismar Gymnasium et je suis en classe 6e. J'apprends la langue française parce que c'est une cool et très bonne langue. Also ich finde diese Sprache sehr toll und es ist meine Lieblingssprache, also würde ich sie gerne weiterempfehlen. Wir starten hier am Johanna Geismar Gymnasium in der 5. Klasse mit Englisch als erster Fremdsprache. In der 6. Klasse habt ihr dann die Wahl zwischen Französisch oder Latein als zweiter Fremdsprache.
Schauen wir doch mal in den Lateinraum hinein. Vielleicht erleichtert es euch ja jetzt schon die Wahl der zweiten Fremdsprache. Am Tag der offenen Tür würden wir mit euch normalerweise eine spannende Reise machen. Eine Reise in eine andere Zeit, mit einem anderen Alltag und mit einer anderen Sprache. Wir reisen mit euch in die Welt der Römer. Und wo könnte man mit so einer Reise besser beginnen als in Rom? Eure Reiseführer sind die LateinlehrerInnen am JGG. Und das hier sind wir. Wollt ihr die Welt der Römer auch entdecken? Dann haltet euch gut fest und reist mit uns mehr als 2000 Jahre zurück. Und hier seht ihr mal, wie riesengroß das Römische Reich war. Von Spanien im Westen bis nach Asien im Osten, von Britannien im Norden bis zur afrikanischen Küste im Süden. Und überall da hat man damals auch Latein gesprochen. Aber du kannst bestimmt auch schon ein bisschen Latein. Das hätten wir dir am Tag der offenen Tür mit einem Zuordnungsspiel gezeigt. Das funktioniert so. Hier seht ihr einige Bilder. Und hier drüben lateinische Wörter. Und es ist ganz einfach, sie zuzuordnen. Fenestra. Das Fenster. Das hier sind Ferien. Und hier hat jemand Febris. Im Römischen Reich sah auch die Kleidung ganz anders aus. Am Tag der offenen Tür hätten wir aus euch kleine RömerInnen gemacht. Links seht ihr eine elegante junge Dame in ihrem langen Kleid, der Stola, und darüber, fertig zum Ausgehen, die Palla. Eine vornehme Römerin geht nämlich nur mit bedecktem Kopf aus dem Haus. Und rechts seht ihr die Herrenkleidung. Zugegeben, eine etwas lang geratene Tunika, aber ganz wichtig war hier der Helm. Und den schauen wir uns gleich näher an. Sogar unser Schulleiter Herr Haas macht sich gern mal zu einem Legionär. Hier kann man sehr schön sehen, wie der Helm Wangen, Nacken und Ohren schützt. Aber so ganz glücklich sieht Herr Haas nicht aus. Vielleicht liegt das daran, dass der Helm sehr schwer ist. Und ganz wichtig sind für uns auch die Spiele der Römer. Sehr beliebt waren damals das Delta-Spiel, ein Spiel, bei dem man mit Nüssen bestimmte Felder treffen muss, um Punkte zu bekommen, und die Rundmühle. An unserem Rundmühletisch können jeweils zwei Leute gegeneinander spielen. Und wie das geht, seht ihr hier. Drei Spielsteine in eine Linie bringen. Nach dem Setzen darf man nur noch ziehen, nicht springen. Einer hier, einer da. Oder so. Oder so. Der sitzt da. Und der sitzt da. So. Ziel ist es, dahin zu kommen. Der hat gewonnen. Eine Rundbühne kann man sich ganz einfach selbst machen. Ein Stück Stoff oder Papier und die Form. Doch natürlich lernt man im Lateinunterricht mehr als nur Kleidung und Spiele kennen. Auf allen Entdeckungen begleiten euch unsere drei Wölfe, Maximus, Issa und Luna Lupa. Sie erklären euch im Lateinbuch alles genau und haben immer jede Menge Tipps auf Lager. Wir lesen aber nicht nur in unserem Buch, sondern werden auch ganz kreativ. Aus Gedichten machen wir zum Beispiel Theaterstücke oder wie hier Plakate und holen damit die Ideen und Gedanken der antiken Dichter in unsere Zeit. Wir lassen den liebestollen Catull seine geliebte Lesbia anschmachten und schauen den Mächtigen der Welt auf die Finger. Latein ist lebendig und dazu passt auch, dass wir das Römerleben selbst ausprobieren. In der 7. Klasse geht es nach Trier, zur Villa Borg, nach Schwarzenacker, zum Kochen und Bildhauern. Wir üben Bogenschießen und Rudern und in der Oberstufe geht es sogar an den Golf von Neapel. Wir fahren nach Sorrent, wandern durch Pompeji
und besteigen den Vesuv. Schaut selbst. Zack, sind wir wieder in unserem Lateinzimmer gelandet. Und jetzt freuen wir uns auf alle, die wir auf eine wirkliche Reise in die Welt der Römer am JGG mitnehmen können. Valete. Ja, in der 8. Klasse habt ihr dann die Wahl zwischen verschiedenen Profilfächern. Sprachlich begabte Schüler können sich für eine dritte Fremdsprache entscheiden, nämlich Spanisch. Schauen wir doch mal in den Spanischraum rein. Hola, queridos! Wie cool wäre es denn, wenn ihr euch mit den Leuten in folgenden Städten auch ohne Übersetzer unterhalten könnt? Und es gibt noch so viel mehr schöne Städte zu entdecken. Madrid, die Hauptstadt von Spanien. Bilbao, die Stadt, wo auch unser Austausch 2019 stattgefunden hat. Und natürlich das wunderschöne Mexiko in Südamerika. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alina. Para mí, España es la música, el baile y las fiestas, como las fallas o la fiesta de moros y cristianos. Tengo estrés de Bilbao. Yo mismo pude ver las fiestas en directo en la calle. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hola, buenos días. Me llamo Ella y para mí España es comida muy buena. Yo amo paella, tortillas de patatas y calamares. Nos vemos. Adiós. Hola, me llamo a ti. Para mí España es los sitios muy buenas. Mis sitios favoritas son Violeta, Soy Luna y Vía. Estos son los mejores. Me encanta España mucho. ¿Y tú? ¡Adiós! Hola y bienvenidos. Yo soy Lucía y para mí España es el sol, el mar, la playa y mi familia. ¡Nos vemos! Hola. Me llamo Julia, tengo 15 años y estoy en noveno grado. Mis pasatiempos son el kickboxing y el pintar. Yo elegí el español porque me interesan las lenguas. Adiós. Naturwissenschaftlich begabte Schüler müssen sich natürlich in der 8. Klasse nicht für Spanisch entscheiden, sondern haben hier die Wahl zwischen NWT oder IMP, wo es vor allen Dingen auch um digitale Medien und das digitale Arbeiten geht. Die Fachräume dafür und auch für Biologie, Chemie und Physik befinden sich bei uns in der 3. Etage. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, wie schon erwähnt, habt ihr ja ab der 8. Klasse die Wahl zwischen einem naturwissenschaftlichen Profilfach oder einem sprachlichen Profilfach. Hier im letzten Obergeschoss unseres Unterrichtsgebäudes erwarten euch die verschiedensten technisch top ausgerüsteten Fachräume für Biologie, Chemie, Physik und NWT.
aber auch unseren JUFO-Raum. Und was JUFO genau ist, das verrät euch jetzt Frau Sinn. Ja, hallo, herzlich willkommen. Das hier ist unser JUFO-Raum. JUFO oder Schüler experimentieren heißt es bei uns, ist ein naturwissenschaftlicher Wettbewerb, an dem wir mit jedem, der daran Interesse hat, auch gerne teilnehmen. Schüler arbeiten eigenständig an naturwissenschaftlichen Projekten, haben hier auch hier immer überall ihren Arbeitsplatz, ihre Projekte stehen und die Fragestellungen, die sie bearbeiten, suchen sie sich selbst raus. Das heißt, hier gibt es nicht wie in der Schule vorgefertigte Arbeitsblätter mit Experimenten, sondern wir finden eine Frage, beziehungsweise die Schüler haben Fragen an die Natur und wir helfen sie zu beantworten und gucken, wie wir das Ganze hinkriegen. Zum Beispiel haben sich einige Schüler gefragt, das seht ihr hier vorne noch in der Mache bei dem einen Tisch, sind Schüler morgens, Montagmorgen in der ersten Stunde fitter als Freitag in der sechsten? Und dann haben sie sich überlegt, wie könnte man das testen und haben überlegt, da brauchen wir einen Reaktionstest dafür, haben den angefangen zu bauen, haben so eine Kiste jetzt entwickelt und wollen jetzt demnächst, wenn der Shutdown vorbei ist, wieder gucken, dass das mit Schülern ausprobiert wird, um ihre Fragestellung dann zu beantworten. Um eben dann auch eventuell auf diesen Wettbewerb dann zu gehen. Nebenbei machen wir auch noch Explore Science, das seht ihr da hinten. Da ging es darum, einen möglichst stabilen, leichten Turm zu bauen. Genau, Explore Science ist ja diese Sache im Luisenpark, einige kennen das. Auch da machen wir mit. Jetzt merkt ihr schon und hört vielleicht auch schon, dass da was im Hintergrund tippelt. Da ist jemand und der hat hier seinen Ruheraum. Der ist seit diesem Schuljahr eingeschult worden. Und das ist unser Schulhund Sunny. Sitz. Sunny ist ein Jahr alter Boxerrüde, der jetzt in Klasse 5 mit mir zusammen, da bin ich Klassenlehrerin, eine fünfte Klasse begleitet bis zur sechsten. Und der in Klasse 5 eingesetzt wird mit mir zusammen, um Schüler hier willkommen zu heißen, mit Schülern zu arbeiten und ihnen im Alltag ein bisschen zur Seite zu stehen. Ja, schauen wir uns doch auch einen weiteren naturwissenschaftlichen Raum hier oben in unserem obersten Stock an. Hier haben wir unseren Bioraum. Kommt doch einfach mit. Ein neues Fach, das die Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 erwartet, ist Biologie, Naturwissenschaft und Technik, kurz BNT. In den modern ausgestatteten Fachräumen der Naturwissenschaften könnt ihr, liebe Kinder, euren Fragen an die Natur mit spannenden Experimenten nachgehen. Auch besuchen wir schon gerne mit unseren Jüngsten die Mitmachlabors der BASF, wo die Kinder selbst in die Rolle des Forschers schlüpfen können. Und was gibt es Schöneres, als viel Neues über Tiere und Pflanzen und das Leben allgemein zu lernen? Der Biofachschaft des JGG ist es sehr wichtig, dass viel anschaulich und mit dem lebenden Objekt gearbeitet wird. So brüten wir beispielsweise auch Hühnerküken aus, die normalerweise am Tag der offenen Tür einen großen Auftritt haben. Außerdem halten wir zwei Bienenvölker an der Schule, deren Honig an Schulfesten verkauft wird. Die Kinder der Imker AG kümmern sich um unsere Bienen und stellen einmal im Jahr ihr theoretisches und praktisches Wissen beim nationalen Jungimker-Wettbewerb unter Beweis. In Zusammenarbeit von Jugend forscht und Imker AG adressieren unsere älteren Schülerinnen und Schüler aktuelle Fragestellungen zu unseren Bienen. Ihre Arbeiten wurden bisher nicht nur beim Jugendforscht-Wettbewerb prämiert, sondern von einer Jury auch für das jährlich stattfindende Schülersymposium in Heidelberg ausgewählt. In der Kursstufe haben unsere großen Schülerinnen und Schüler dann die Wahl, an einer meeresbiologischen Studienfahrt ans Mittelmeer teilzunehmen und dort nicht nur die faszinierende Unterwasserwelt schnorcheln zu erkunden, sondern auch praktisch zu arbeiten und bilinguale Vorlesungen über komplexe umweltwissenschaftliche Sachverhalte zu besuchen. BNT und Biologie, also wahrhaft eine lebendige Mischung am JGG. Auch ein Blick in unser Physikraum wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Also, kommt mit! Herzlich willkommen zur Physik. Mein Name ist Shahan, ich bin einer der Physiklehrer am Johanna-Geismar-Gymnasium und ich möchte dir einen kurzen Eindruck geben, was dich im Fach Physik erwartet. Auf dem Bild siehst du einige Teilgebiete der Physik, unter anderem
die Mechanik, die Optik, die Akustik oder die Elektrizitätslehre. In der 7. Klasse beginnen wir mit der Optik und mit der Akustik. Ein normaler Strohhalm scheint in einem Wasserglas gebrochen zu werden. Verantwortlich für diese optische Illusion ist nicht der Strohhalm, sondern das Licht. Es wird gebrochen. In dem kleinen Video erkennst du, was mit einem Laserstrahl passiert, wenn es von Luft in Wasser übergeht. Auch hier ist ein Knick zu erkennen. Der Laserstrahl wird, wie in dem Video zu erkennen, an der Grenzschicht gebrochen und erfährt diesen Knick. Deshalb sieht der Strohhalm geknickt aus. Dies und vieles mehr erwarten dich in Physik. In Chemie erwarten euch spannende Experimente. Schauen wir doch mal rein, was es heute zu sehen gibt. Ah, hallo. Schön, dass ihr da seid. Das ist hier die Chemie, eine Naturwissenschaft. Und da könnt ihr dann ab der 8. Klasse hier sein und tolle Experimente machen. Ich habe so ein Experiment jetzt auch hier vorbereitet für euch. Da habe ich eine grüne Lösung. Und wenn ich die jetzt hier reingieße in das leere Becherglas hier, dann wird aus der grünen Lösung plötzlich eine gelbe Lösung. Und wenn ich die gelbe Lösung jetzt nehme und hier in das leere Becherglas schüttel, dann wird aus der gelben Lösung plötzlich eine blaue Lösung. Und wenn ihr dann in der 8. Klasse seid, dann wisst ihr auch warum. Bis dann, ich freue mich auf euch. Neben den technisch voll ausgestatteten Klassenräumen haben wir hier an unserer Schule auch zwei EDV-Räume, die von den Kollegen für den Unterricht gebucht werden können und in denen ihr dann in eurer Klasse verschiedenste Internetrecherchen oder sonstige Tätigkeiten am PC machen könnt. Geografieräume. Hallo, liebe Geografinnen und Geografen. Warum ich euch so nenne? Nun, weil ihr am Gymnasium auch Unterricht im Fach Geografie haben werdet. Geografie hieß früher Erdkunde, aber es ist so viel mehr. Es geht dabei um Gewässer, Gesteine, Böden, die Atmosphäre, also die Lufthülle. Aber auch um Pflanzen, um Tiere und um uns Menschen. Darum, wie wir leben, wohnen, uns fortbewegen, arbeiten und uns bilden. Aber auch um die Gefährdung der Erde, zum Beispiel um die Verschmutzung der Gewässer, die Belastung der Böden oder den Klimawandel. Damit wir das Fach Geografie am JGG gut unterrichten können, haben wir eigens dafür zwei eigene Fachräume. Diese sind mit modernsten Medien zur Präsentation und für interaktive Anwendungen ausgestattet. Wie alle Räume des JGG verfügen sie über Internetzugang. Außerdem sind in den Fachräumen Schulbücher und Atlanten in ausreichender Zahl, sodass ihr diese nicht von zu Hause mitbringen müsst. Beide Fachräume haben direkten Zugriff auf die Geografiesammlung, in der sich die geografischen Arbeitsmittel wie Globus und Karten oder die Gesteins- und Mineraliensammlung befindet.
Seit Jahren nehmen wir regelmäßig am Geografiewettbewerb Dirke Wissen teil und ermitteln Klassen- und Schulsieger. Wir sind ein tolles Team an Geografielehrerinnen und Lehrern und freuen uns auf dich. Ja, nun befinden wir uns in unserem 2017 ganz neu gebauten Musik- und auch Kunstgebäude. Das ist das letzte Gebäude, das ich euch heute zeigen möchte. Und wenn ihr euch eben entscheidet, an unserer Schule ein Musikinstrument zu erlernen, dann gibt es hier auch ein Instrumentenlager. Das heißt, ihr müsst nicht jeden Tag euer Musikinstrument und alles, was dazugehört, mit euch herumtragen, sondern könnt euer Musikinstrument hier sicher verwahren. Hier im Erdgeschoss des neuen Gebäudes findet neben dem regulären Musikunterricht auch alle AG-Arbeiten, alle Orchesterproben oder auch Bandproben statt. Schauen wir doch mal in den Orchesterraum rein und lass uns ein bisschen mehr über die musikalische Förderung an unserer Schule erzählen. Ja, willkommen im größten Musikraum unserer Schule, im Orchestersaal. Hier proben die Bläser- und Streicherklassen, aber auch das Streichensemble und das große Blasorchester. Die Instrumente, die man hier spielt, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Erstmal für die Streicherklasse, da haben wir die vier wichtigen gängigen Streichinstrumente vertreten. Hier die Geige, das führende Melodieinstrument in der hohen Lage. Die Bratsche etwas größer und tiefer mit ganz sonorem Klang. Und für die Tenorlage das Cello, dass man schöne Melodien spielen kann. Und als Fundamentinstrument unbedingt auch der Kontrabass. Hier in einer kleinen Ausgabe, sodass auch Fünftklässler ihn spielen können. In der Streicherklasse werden alle vier Instrumente mit dem Bogen gespielt. Man kann die Saiten aber auch zupfen. Ihr hört jetzt gleich alle vier Instrumente der Streicherklasse einmal in Aktion. Klasse haben wir drei Instrumentengruppen. Die Holzblasinstrumente, die Blechblasinstrumente und die Schlaginstrumente. Und das ist eine große Vielfalt an Instrumenten, die ich Ihnen jetzt im Einzelnen mal zeige. Wir fangen mit den Holzbläsern an. Hier sehen Sie dieses lange Teil wirklich noch aus Holz gebaut. Das ist das Fagott, das Bassinstrument dieser Gruppe. Und das höchste Instrument, die Querflöte. Die baut man heute aus Metall, früher war die aber auch aus Holz. Etwas tiefer, eher in der Mittellage spielen die Oboe und die Klarinette. Die sind auch noch aus Holz gebaut. Und für die Mittellage haben wir dann noch das Saxophon. Das ist ja auch im Jazz sehr beliebt. Da ist der Korpus aus Metall, aber oben am Mundstück wird noch ein kleines Holzplättchen verwendet.
sodass man das doch noch mit Fug und Recht zu den Holzblasinstrumenten zählen kann. Den Blechblasinstrumenten. Hier ist das höchste und sicherlich auch bekannteste Blechblasinstrument die Trompete, die im Blasorchester auch sehr oft die Melodie spielt und das Ganze anführt mit ihrem durchdringenden Klang. Sehr schön klingt dann aber auch das Waldhorn, etwas tiefer als die Trompete, und man sieht ein sehr interessantes und optisch schon attraktives Instrument auch. Und damit verwandt ist das Euphonium, das ist auch eine Art von Horn, aber schon in der Tenorlage spielend. Für diese Lage haben wir dann auch noch die Posaune, die kann also auch noch erstaunliche Lautstärken entwickeln, aber eigentlich erst, wenn man schon groß und stark ist. In Klasse 5 ist das noch relativ harmlos, in Klasse 6 auch noch. Ja, und als Fundament in der Bläserklasse haben wir dann noch die Tuba, auch hier in einer Fassung, die für Fünft- und Sechstklässler noch gut spielbar ist. Auf dem Schlagzeugpodest, und da steht in der Mitte das zentrale Rhythmusinstrument, das wir brauchen in der Bläserklasse, das Drumset oder Schlagzeug, eine Kombination aus 4 Trommeln und 3 bis 4 Becken. Das setzt man ja auch in der Rock- und Popmusik ständig ein. Damit fangen die Kinder an und sie bekommen auch so ein Drumset dann nach Hause zum Üben. Aber das ist nicht alles. Man kann als Schlagzeuger tatsächlich auch Melodien spielen, zum Beispiel hier auf diesem Orchesterglockenspiel, das auch einen durchdringenden Klang hat, sodass es sich gegen ein ganzes Blasorchester durchsetzen kann, oder hier auf dem Xylophon. Das ist eben auch nicht die Kindergartenversion, sondern die richtige Profiversion fürs Orchester. So, wir sind jetzt hier in unserem Sammlungsraum, der sich zwischen den beiden Musikräumen befindet, und da haben wir Instrumente gelagert für die Klassen, die allgemeinbildenden Musikunterricht haben. Also entweder ab Klasse 7, 8 oder auch in Klasse 5 oder 6, wenn Ihr Kind nicht in die Bläser- oder Streicherklasse geht. Hier zum Beispiel sehen wir etliche Keyboards, da haben wir einen halben Klassensatz, den können wir dann später in den anderen Musikraum mitnehmen und dann können die Kinder auf Keyboards spielen. Oder hier Cajons, zur Hälfte sogar selbst gebaut. Da bekommt jedes Kind eine Trommel, auf die man sich draufsetzen kann und dann wirklich vielfältige und interessante Rhythmen spielen kann. Oder man nimmt noch Metallophone dazu und hier noch Glockenspiele. Also da ist einiges da, sodass wir wirklich in allen Klassen den Schwerpunkt auf die Musikpraxis setzen können. Ja, hier findet dann also der andere Musikunterricht statt. Und was die Besonderheit ist, hinten
gibt es auch noch den Probeort für die Schulband. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Auch die Schulband braucht natürlich ein Drumset, ein Mischpult, Mikrofone für den Gesang, E-Gitarren, E-Bass und noch ein E-Piano und ein Keyboard. Da ist also auch alles da. Und dann kann diese AG dann hier sehr gut arbeiten. Ja, wir hätten Ihnen ja furchtbar gerne Bläserklassen und Streicherklassen live vorgestellt bei unserem üblichen Infoabend. Das geht jetzt leider nicht, also bekommen Sie ein paar Filmausschnitte zu sehen. Aber wir haben auch noch einen digitalen Elternabend für Sie in der Hinterhand. Und zwar am Donnerstag, dem 25. Februar um 19 Uhr. Da können Sie sich mit einem Link, den Sie im Sekretariat bekommen, in eine Videokonferenz einwählen. Und dann würden meine Kollegin Stefanie Krohneder und ich Ihnen was erzählen über Bläser- und Streicherklassen, wie das organisiert ist und was dabei so zu beachten ist. Und Sie können natürlich auch Ihre Fragen dazu stellen. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen an diesem Elternabend teilnehmen würden. Bis dann. Normalerweise nur ich. Meine Kollegin hat noch den Raum nebendran. Wir werden noch dahin gehen. Sie können ein paar Beispiele von unseren Arbeiten aus diesem und letztem Jahr sehen. Hier auch. So, wenn ich hier unterrichte, werde ich euch viel zeigen, was wir machen können. Dann zeichne ich direkt immer hier und man kann das wunderbar an diesem Bildschirm sehen, so dass jeder mitkriegt, was ich mache. Ja, dann gehen wir weiter. Ich laufe mal ein bisschen hier, so dass ich den Kameramann nicht überfalle. Das ist unser Vorbereitungsraum. Hier dürfen nur die Lehrer aufhalten. Hier werden auch die Arbeiten gelagert, die ihr dann gemacht habt im Laufe der Zeit. Jetzt kommen wir in den zweiten Raum. Hier unterrichtet immer meine Kollegin. Ihr seht auch Beispiele der Arbeiten. Hier an der Decke oder hier an der Wand. Auch hier sind Beispiele der schulischen Arbeiten. Und hier rechts haben wir sogenannten Backraum, wo wir unsere ganzen Geräte aufbewahren. Da wird auch fleißig gearbeitet. Dann ich danke und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck von unserer Schule, dem Johanna-Geismar-Gymnasium, erhalten können. Und wir freuen uns schon sehr darauf, euch vielleicht bald als neue Fünftklässler in unserer JGG-Gemeinschaft begrüßen zu können. Hierfür ist es ganz wichtig, dass ihr gemeinsam mit euren Eltern ab dem 1.2. einen Termin für die Anmeldung im Sekretariat vereinbart. Die Anmeldung selbst findet dann erst am 10. und 11. März 2021 statt. Weitere Infos über unsere Schule, über alle Anmeldeformalitäten findet ihr auch nochmal in unserer Infobroschüre auf unserer Homepage www.jgg-mannheim.de. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern auf unserer Homepage und freuen uns schon sehr auf euch.